Freundschaft, sagt man, Freundschaft ist eine Seele in zwei Körpern. Und darum geht es auch in meinem neuen Buch. Bestenfalls alles ist der letzte Teil meiner Romantrilogie. Ich bin Tanja Witte und für mich kann Freundschaft durchaus mal eine Seele in vielen Körpern sein. Freundschaft liegt zwischen den Zeilen und in diesem Gefühl des Angekommenseins, wenn man nebeneinander auf einer Wiese liegt, unter sich Gras und Erde und Weite und über sich ein Universum voller Möglichkeiten. Freundschaft ist Familie und Zuhause und gemeinsam Schweigen am Telefon. Sie ist dicker als Blut und sie liebt, obwohl sie alles weiß. Bestenfalls alles ist ein Buch über die Freundschaft. Es erzählt von zwei Menschen, die gemeinsam nach ihren eigenen Spuren suchen, nach ihrer Tanja, Identität. Moment mal, das klingt ja alles total schön in der Theorie, aber weißt du, was mich mal wirklich interessieren würde, ist, was erwartest du denn von einer guten Freundin? Vor allem, dass sie für mich da ist, natürlich. Aber schon auch, dass ich für sie da sein darf. Dass es so eine Balance gibt, weißt du? Zwischen Geben und Nehmen und eine Kommunikation. In deinem neuen Buch gibt es einen Satz, der mich sehr gerührt hat. Und zwar lautet der: Schön, dass ihr euch sorgt, weil das heißt wohl, dass ihr mich liebt. Ist das so einfach? Nee, ich denke, das ist nicht so einfach. In diesem Fall mit dieser Protagonistin ist es in diesem Moment so einfach. Aber das gleichzusetzen wäre wie Eifersucht als Liebe deuten. Sorge kann durchaus auch nach hinten losgehen. Aber in diesem speziellen Fall, und wenn es so empfunden wird, schön. Teckel gerät ja in ein ganz schönes Identitätsdurcheinander. Aber das hat überhaupt nichts mit ihrer Geschlechtsrolle zu tun. Warum hast du das so angelegt? Identität hat mit so viel mehr Dingen zu tun als mit Geschlechtsrollen. Und das war mir wichtig zu zeigen, weil es uns jeden Tag wieder vor die Frage stellt, bin ich das, was ich denke, dass ich bin, oder bin ich das, von dem die anderen denken, dass ich es bin? Also Identität ist was so Großes und so viel mehr als das, was wir auf den ersten Blick denken. Das finde ich total spannend. Und Tanja, weißt du denn schon? Weißt du, vielleicht reicht es ja an dieser Stelle auch mit Fragen. Denn die Menschen, die sich dafür interessieren, wie es mit Nicoletta und Teckel weitergeht und wohin sie ihre Reise führt, die können ja mein Buch kaufen. Als E-Book oder auf Papier? Bestenfalls alles.